Hey, hier ist wieder eure Sophia und ich melde mich mit einem brandneuen Vlog für euch. Das heißt, ich nehme euch heute mit, zeige euch, was ich heute mache und wie der Titel schon verrät, ich habe eine Mission. Die Mission Booty Gang. Und das heißt, der Po muss wachsen. Sorry, falls hier ein bisschen Radau ist, meine Waschmaschine läuft gerade. Wir haben heute Sonntagmorgen und ich trainiere sonntags Beine. Derzeit einmal die Woche und da ich eben an meinem Bein noch einiges ranklotzen möchte, das heißt, ich möchte da noch Muskulatur aufbauen, da gehört natürlich auch die Ernährung dazu. Nicht nur das Training, da gehen wir später zusammen hin, sondern es gehört ein richtig gutes Frühstück dazu und eine Mahlzeit danach bei mir. Mein Frühstück, das darf ich mir aussuchen, was ich möchte. Es ist sozusagen ein Cheat-Frühstück, aber da ich nicht so auf richtig krassen Schrott stehe, zeige ich euch mal, was bei mir gibt. Ich mache mir einen Saft aus frischem Gemüse und Obst. Also richtige Vitaminbombe, eine Energiewatschen, damit ich dann richtig gut in den Tag starte. Dann habe ich hier noch 150 Gramm Müsli und dazu habe ich jetzt Hafermandelmilch reingetan, dann eine Banane. Ich brate mir jetzt noch zwei Eier an und hier habe ich mir noch ein bisschen für die Süße, weil das Müsli ist nicht ganz so süß, habe ich mir noch mal ein bisschen extra Milch mit Stevia angerührt. Ich stehe total auf diesen Saft und wie ich den mache, zeige ich euch jetzt. So, und zwar habe ich jetzt hier meinen Entsafter. Das ist das Teil hier. Da kann man oben einfach das Gemüse reintun, zudrücken und hier kommt der schöne Saft raus. Und die ganzen Sachen haue ich jetzt hier rein. Da gebe ich jetzt noch Chiasamen rein. 15 Gramm. Und Leinöl. Das Ganze rühren wir jetzt durch. So, die Chiasamen quellen jetzt noch ein bisschen. Und währenddessen das jetzt quellt, mache ich mein anderes Frühstück noch komplett fertig, was ich euch gezeigt habe. Und zwar habe ich ja hier 150 Gramm von dem Müsli. Ich habe wirklich jetzt hier einfach ein Müsli genommen, was mir schmeckt. Da sind sogar Schokostücke drin. Und da gebe ich jetzt auch nochmal meine gesüßte Pflanzenmilch drauf, weil die trotzdem, also da sind zwar Schokostücke drin, aber es ist wirklich nicht so süß. Und da geben wir jetzt auch eine Banane rein. Schnippel ich jetzt einfach hier noch mit rein. Weil das Ganze natürlich jetzt wenig Eiweiß hat, habe ich mir überlegt, wie mag ich meine Eier. Und deswegen mache ich mir jetzt noch zwei Spiegeleier. Also so sieht für mich echt ein cooles Sonntagsfrühstück aus, mit dem ich mich auch noch danach richtig gut fühle und Vollgas im Training geben kann, weil ich habe schon zu oft jetzt vor dem Beintag beim Cheaten Schrott mir reingehauen und danach, es hat Stunden gedauert, bis ich das wieder verdaut habe und ich habe mich beim Training so träge gefühlt und es hat wirklich überhaupt nichts gebracht. Deswegen, mein Frühstück ist hier ein mega entsafteter Saft mit Chiasamen und Leinöl. Dann haben wir hier ein Monster-Müsli mit Banane und Pflanzenmilch und zwei Spiegeleier. Das werde ich mir jetzt ganz in Ruhe gönnen. Halt, ich hätte doch noch fast noch was vergessen. In meinen Shake kommt noch was rein. Ist mir jetzt gerade eingefallen und zwar Matcha. Einmal hier. Oh ja, reicht genau noch für eine Portion. Haben wir ein Glück gehabt. Und das Ganze rühre ich noch mit runter. Das schmeckt man nicht und noch mehr Power ist garantiert. Und so kann doch ein Sonntagmorgen starten. Was sagt ihr? Ja, es sind jetzt circa 2 Stunden vergangen. Ich habe 9 gefrühstückt, es ist 11. Und jetzt ist Zeit fürs Training. Und fürs Training brauche ich Shakes. Und ich habe einen Whey Shake für danach. Und einen Booster. Jawohl, ich nehme Booster. Und da ich eben halt trotzdem auch schaue, dass die jetzt nicht viel Zucker enthalten, habe ich jetzt derzeit den hier. Der heißt Kill It von Rich Piana. Den finde ich richtig gut in der Geschmacksrichtung Lemon Lime und gibt richtig Power. Und die brauche ich eben beim Beintraining. Ansonsten eben einmal in der Woche Booster, finde ich vollkommen in Ordnung. Und soll das Ganze nicht übertreiben. Und da gebe ich jetzt einen Scoop rein. Genau, eine. Und zu meinem Booster gebe ich jetzt auch nochmal 5 Gramm Glutamin und 5 Gramm Kreatin. Und für meinen Shake danach, da kommen rein
20 Gramm Whey, auch nochmal 5 Gramm Glutamin und Kreatin rein. So, los geht's. Ich habe tagkräftige Unterstützung mit dabei. Du brauchst dich überhaupt nicht verstecken. Und zwar, mein Freund kommt mit, denn ich brauche beim Beintraining einfach Hilfe. Zum Beispiel bei Kniebeugen kennt ihr das bestimmt. Wenn man da ein bisschen schwerer gehen will, dann fühlt man sich etwas sicherer, wenn jemand Hilfestellung leistet. Deswegen wird er heute auch zu sehen sein. Special Guest. Heute ist wunderschönes Herbstwetter und was macht man, wenn die Sonne scheint? Dann geht man ins Fitnessstudio, ganz klar. Ich freue mich schon richtig. Den Booster werde ich dann trinken, wenn ich ankomme. Also den trinke ich meistens in der Umkleide. Und ja, Mission Booty Game. Ich wollte das Ganze mal dokumentieren, denn ehrlich gesagt habe ich Po aufzubauen, da habe ich ein paar Schwierigkeiten. Also ich baue relativ gut Oberkörpermuskulatur auf und an den Beinen. Aber der Po, den schaffe ich. Ich schaffe es immer wieder, den irgendwie aus dem Spiel zu lassen. Jetzt sind wir angekommen und los geht's. So, meine Lieben, ich bin hier heute im Transformer Gym in Rosenheim und starte mit Beckenheben. Das ist wirklich eine super Isolationsübung für den Po. Und da gehe ich nicht bis ins Muskelversagen, sondern mache das nur als Vorerschöpfung. Weiter geht's mit der Kniebeuge. Da ich zuvor Beckenheben gemacht habe, merke ich nun den Po viel, viel besser bei der Übung, da ich sonst sehr stark aus meinem Quadrizeps drücke. Hierbei immer schön langsam und kontrolliert nach unten gehen und den Oberkörper aufrecht beibehalten. Als dritte Übung mache ich einbeinige Ausfallschritte an der Multipresse. Hierbei hebe ich mein Bein vorne an und nehme es wirklich nur als Stütze hinten, damit ich nur aus dem einen Bein meine maximale Kraft beziehe. Zwischen den Beinen mache ich 45 Sekunden Pause und zwischen den Sätzen mache ich eine Pause von 90 Sekunden. Wie ihr seht, trage ich einen Taillengürtel, der sitzt richtig eng, damit mein Rücken immer schön gerade bleibt. Wir machen weiter mit der Beinpresse. Das ist eine richtig fiese Sache als vierte Übung. Da können wir nochmal die letzte Power rausholen. Und hierbei gehen wir mit den Knien Richtung Schultern, das heißt die Knie niemals nach innen bringen und wir gehen so tief runter wie möglich. Speziell für den Beinbizeps mache ich hier sehr gerne einbeinige Beinbizeps-Curls im Stehen. Hierbei mache ich auch zwischen den Beinen 45 Sekunden Pause und zwischen den Sätzen 90 Sekunden. Und zu guter Letzt trainiere ich noch die Abduktoren, hier speziell an der Maschine. Da kann man wirklich sehr, sehr weit oben anfangen. Man geht richtig weit in die Dehnung rein und drückt dann aus dem vollen seitlichen Bereich des Pos nach unten. So sieht's aus. Ich bin komplett im Eimer. Mein Hals brennt. Und jetzt hole ich hier meinen Shake und den trinke ich jetzt sofort und wir sehen uns gleich wieder. So, ja, das war jetzt mein Training. Also wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks von mir braucht, dann schreibt mir bitte einfach unten in die Kommentare rein. Und wie findet ihr das so, wenn ich euch jetzt auf meine Mission mitnehme? Meine Mission ist es, gute Beine und einen schönen Po hinzukriegen. Und wenn euch das eben taugt und wenn ihr weitere Videos dazu haben wollt, dann sagt mir das einfach. Jetzt verspüre ich schon so ein kleines Hüngerchen, würde ich sagen. Und ich brauche, natürlich braucht man jetzt auch eine schöne Post-Workout-Mahlzeit, das heißt eine Mahlzeit nach dem Training. Und da habe ich schon was vorbereitet und zwar gibt es heute Reis, mein Lieblingsreis, das ist Jasminreis mit Gemüse, Champignons, Lauch, Zucchini und Steak dazu, Hüftsteak. Erschreckt euch nicht, es sieht ein bisschen eklig aus. Einmal hier ist jetzt meine Mahlzeit nach dem Training, ein Riesenhaufen Gemüse. Wir haben hier 100 Gramm Hüftsteak und dann nochmal 100 Gramm Jasminreis. Ja. Diesen Haufen werde ich mir jetzt genehmigen. Dann sind meine Beine gut versorgt. Und ja,
das war's. So sieht meine Mission aus. Meine Aufgabe, große Beine, einen schönen Po hinzubekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare und ihr könnt mir das mit einem Daumen nach oben zeigen. Den Channel könnt ihr kostenlos abonnieren und verpasst kein Video. Wenn ihr euch auch wundert, wo ich hier so bin, ja, ich habe auch vor kurzem eine Home-Tour hochgeladen. Schaut es euch an. Ansonsten Channel abonnieren nicht vergessen, wie gesagt. Ich bin schon Kassettenrekorder geworden, ich wiederhole mich, deswegen macht's gut. Ciao.